Well, greetings, friends. The real significance behind today's world disturbances is simply this. Herbert W. Armstrong war einer der bedeutendsten religiösen Führer und Menschenfreunde des 20. Jahrhunderts. Im Jahre 1931 gründete Herr Armstrong jene Organisation, die später zur weltweiten Kirche Gottes wurde. Die erste Sendung des Radioprogramms Die Welt von Morgen wurde 1934 ausgestrahlt und breitete sich auf mehr als 400 Fernseh- und Radiostationen weltweit aus. And greetings, friends. This is Herbert W. Armstrong with the good news of the world tomorrow. Das Nachrichtenmagazin Klar und Wahr wurde erstmal im Jahre 1934 publiziert. Zum Zeitpunkt seines Todes war die Auflage auf über 8 Millionen gewachsen. Mehr als die Zeitschriften Time und Newsweek zusammen. 1947 gründete Herr Armstrong das Ambassador College. Er gründete auch die Ambassador Internationale Kulturstiftung, eine humanitäre Organisation, die Projekte in der ganzen Welt unterstützte. Herr Armstrong bereiste die Welt in Erfüllung von Jesu Christi Prophezeiung in Matthäus 24, 14, zu verkünden das Evangelium vom Reich. Er traf mit mehr als 500 Weltenlenker zusammen, darunter viele Staatsoberhäupter und Könige. Und viele von ihnen sahen in ihm einen inoffiziellen Botschafter des Weltfriedens. Herr Armstrong hatte eine Gabe, die Bibel zu verstehen und zu erklären. Er schrieb hunderte von Büchern und Artikeln. Sein größtes literarisches Werk, Geheimnis der Zeitalter, enthält die Antworten zu den grundlegendsten Fragen des Lebens. Als Herr Armstrong am 16. Januar 1986 starb, teilte der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Ronald Reagan, den Mitgliedern der WKG mit, dass sie stolz auf sein Vermächtnis sein könnten. Heute wird das Vermächtnis von Herrn Armstrong durch Herrn Flury und die Philadelphia Kirche Gottes weitergeführt. Um mehr über Herrn Armstrongs Vermächtnis zu erfahren, bestellen Sie unser kostenloses Buch Geheimnis der Zeitalter.